Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in Heu 4. Deutschland hat den Durchbruch geschafft in der Schweiz, primär mit seiner Luftwaffe glücklicherweise. Und hat zwar immer noch nicht Zürich erobert, ist aber jetzt auf dem Weg nach Bern, hat hier nur leichte Probleme mit dem Supply. Aber es sieht besser aus als vorher, hat nur kein Öl mehr, weswegen seine Luftwaffe demnächst keinen Schaden mehr anrichtet. Es ist interessant zuzuschauen. Ansonsten haben wir hier Spanien. Da läuft es auch besser, seitdem der Brite helfen darf. Die rücken jetzt auch langsam, aber stetig vor. Und der Iran hat seinen Kampf fertig. Führt jetzt aber inzwischen Krieg gegen Pakistan und Britisch-Indien. Was auch spannend wird, weil die haben eigentlich nicht so viele Truppen tatsächlich. Das heißt, theoretisch könnten sie das sogar schaffen. Was natürlich nicht so ganz im Sinne des Erfinders ist, da Britisch-Indien eigentlich mal in deren Bündnis war. Also müssen wir vielleicht später per Safe-Fix irgendwas, Safe-Edit irgendwas fixen. Ansonsten, das ist chaotisch. Also die Runde besteht aktuell aus purem Chaos. Beim Sowjet läuft es ganz gut. Die haben sich einfach ihr Gebiet gesichert, so wie es geplant war, mit dem Baltikum. Bei Polen, Ungarn läuft es auch ganz gut. Da hat sich Rumänien ein bisschen ausgebreitet. Ungarn hat sich ein bisschen ausgebreitet. Die haben wohl ein bisschen von Jugoslawien bekommen. Heißt, die haben sich damit mit Italiener abgesprochen. Das ist spannend, wobei dieses... Ja, okay, nee, ist eine Provinz dann nicht, aber das sieht jetzt schon irgendwie unbefriedigend aus hier drüben. Die Schweiz hält nach wie vor mit einer Einheit. Gut, wird jetzt wahrscheinlich Zürich fallen. Damit soll die Schweiz dann um 0 Uhr wahrscheinlich auch kapitulieren, wobei Deutschland durch den Kampf... Ja, genau. Das dauert nämlich immer bis 0 Uhr. Wobei Deutschland durch den Kampf, glaube ich, ein bisschen Forschung und so. Also der Fokus war nicht ganz auf der Verwaltung des Landes. So, ich bin wieder da. Guten Tag. Hallo. Hallo. So. Ja, wobei war, glaube ich, nicht so schlimm, dass du da ein bisschen was vergessen hast. Jetzt macht er mal den Anschluss, nachdem er die Schweiz erobert. Unternehmen verlangt MIFO-Rückzahlung. Hätte er mal die MIFO-Wechsel gecancelt. Am ersten Tag. Wichtig, neue Meta. Okay, jetzt also. Du dich mal reingesetzt und die was mit Deutschland solltet ihr niemals, niemals einen Krieg beenden. Ihr müsst dauerhaft im Krieg sein. Warum? Gibt's eine tolle Arte-Doku zu. Deutschland hatte kein Geld, also musste seine Kriegswirtschaft finanzieren. Also hat zwar einfach gesagt, sein eigenes Geld erfunden. Das waren im Endeffekt Schuldscheine von einem fiktiven Unternehmen. Im Endeffekt war es quasi ein Geldersatz. Und man darf übrigens kein eigenes Geld erfinden. Außer Disney, die hatten dazu die Berechtigung in den USA, in Disney World. Einfach mal Side-Fact am Rande. Deutschland hat quasi diese MIFO-Wechsel und es ist quasi ein Versprechen, so wenn der Krieg vorbei ist dann, oder wenn der Krieg dann läuft, dann wird das quasi zurückgezahlt. Dann kriegt ihr quasi echtes Geld. Und damit wurden mit diesen MIFO-Wechseln quasi die ganze Rüstungsindustrie finanziert. Und es hat sogar richtig, richtig gut funktioniert. Und hatte noch den tollen Nebeneffekt, dass die Alliierten nicht mitbekommen haben, wie viel Geld Deutschland für Rüstung ausgibt. So viel zum Thema vom zweiten Part. Die meisten Länder wollen nach außen ihre Rüstungsausgaben so klein wie möglich schönigen. Naja, auf jeden Fall das Problem in Heu ist es, dass diese MEFO-Bills, die boosten die Wirtschaft, aber sie kosten politischen Einfluss. Es ist aber meistens worth it, die zu behalten. Problem ist nur, in dem Moment, in dem man den Krieg verliert, und das ist jetzt richtig übel, oder wenn man einen Krieg gewinnt, also wenn einfach ein Krieg vorbei ist, dann wollen diese Unternehmen, weil man ja den Krieg gewonnen hat, die MEFO-Wechsel zurückhaben. Und das kostet 20% Consumer Goods. So, was sind Consumer Goods? Also die Wirtschaft von Heu funktioniert übel einfach. Ihr habt einfach nur zwei Arten von Fabriken. Ihr habt Militärfabriken und Zivilfabriken. Und Zivilfabriken produzieren alles weitere. Also Zivilfabriken bauen Zivilfabriken, die bauen Militärfabriken, die bauen die Straßen, die bauen die Flughäfen und die werden gehandelt gegen Rohstoffe. Also Zivilfabriken sind quasi alles. Und diese Zivilfabriken haben jetzt zwei Verwendungszwecke. Entweder man kann sie als Spieler benutzen oder sie werden quasi für Konsumgüter benutzt. Das bringt überhaupt gar keinen Vorteil, aber effektiv simuliert es einfach, dass damit das produziert wird, was die Bevölkerung konsumiert. Also keine Investitionen in Infrastruktur oder so, sondern in deren Autos oder in deren Essen, wobei man Konsum nicht immer mit Essen gleichsetzen kann. Das führt dann oft zu Fehlern bei Schülern. Aber auf jeden Fall, genau, für Konsumgüter. Und jetzt geht das um 20% hoch und das ist halt wirklich viel, weil Deutschland hat normalerweise nur 16. Und jetzt sind wir bei 36, das ist mehr als das Doppelte von Fabriken, die ihm jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Er hat jetzt quasi nur noch 18 Fabriken, 18 Zivilfabriken, die er gerade nutzen kann. Aber er hat hier wahrscheinlich gerade welche, oder? Hat er gerade eine Forschung? Naja, er hat 18 Stück und könnte halt eigentlich deutlich mehr haben, also viel, viel mehr. Ich glaube, da geht ein bisschen was gerade eben drauf. Er braucht 32 Fabriken für Konsumgüter.
Ja, genau, weil er... Oh Gott. Das ist richtig, richtig schmerzhaft. Deswegen, so früh wie möglich canceln, damit du so wenig Fabriken wie möglich verlierst bei dem Wechsel. Ja, kannst du, Erik, mal kurz zu den Balten runtergehen und fragen, was los ist? Ja, sofort. Spanien erholt sich, wunderbar. Holt sich dann der Rest? Wie sieht's denn da aus im Iran? Das ist natürlich auch hochgradig spannend hier. Das sieht aber ganz gut aus, ich sehe viel Grün. Jetzt muss er nur noch Supply Hubs bauen. Achso, ich soll die deutschen Panzer noch zeigen. Gerne, gerne. Wahrscheinlich sind es die Standardpanzer, wenn ich raten müsste. Ja. Oder? Bisschen was editiert worden, ich weiß es nicht. Ich glaube, die haben normalerweise ein bisschen weniger Panzer. Und das hier haben sie eigentlich auch nicht. Ich meine, das, was geändert wurde, ging schon in die richtige Richtung, aber 18 Frontbreite, I don't know. So, gut. Hier sieht es auch wunderbar aus. Also der Spanier regelt das ganz gut. Ich hoffe, er hat ihm auch, der Brite, ich hoffe, er hat ihm auch das mit den ungeplanten Offensiven erklärt. Ja, hast genau. Du den Balkan gemeint oder die Balten? Den Balten, der unter uns. Lost. Fast dasselbe. Baltikum, Balkan. Alles da drüben irgendwo vom Russen gefährdet. Genau, Hauptsache Südeuropa, keine Ahnung. Was? Ah, guck mal, da kesseln sie schon, das läuft ja super. Was wollte er denn? Ah, super, jetzt bin ich... Hallo Daniel. Du machst es gut in Spanien und in Frankreich. Du bringst Ordnung in die Welt. So gehört sich für ein Demokrat. Überall einmarschieren, ja, genau. Und mit Waffengewalt alles so lösen. Ja, das doch, was so macht das die wahren Demokratien. So, wie die Panzer gebaut werden. Achso, da hat er wahrscheinlich nichts geändert. Ja, damit, oder? Ah, ne, er verbesserte Panzerchassis. Sieht, glaube ich, normal aus, oder? Don't know. Achso, für Deutschland. Das die automatische Kanone, ich baue die normalerweise nie, aber ich erforsche auch immer so viel Artillerie, dass ich da Besseres habe. Okay, ich weiß nicht, ja. Ich hätte es anders gebaut. Das ist, glaube ich, auch kein Verbrechen. Glaube ich, denke ich. So. Ah, du bist im Discord gejoint. Willkommen. Das ist natürlich sehr schön, wenn momentan so viele Leute im Discord joinen und auch beim Livestream dabei sind. Und wieder 81 Zuschauer. Vielen, vielen Dank. Ich muss gleich mal gucken, wie die Aufteilung ist zwischen YouTube und Twitch. Weil tatsächlich... Ja, es sind einige Zuschauer auch bei Twitch. Weil ich demnächst schon wieder ein Statistikvideo plane. Und dann ist es natürlich immer ganz schön, wenn man sieht, wie die Statistiken schön weit oben sind. Ich mag Statistiken, wenn sie wachsen. Vor allem, wenn es meine sind. Ja, das mit den 100 Zuschauern mal heute schon ein paar Mal leicht verpasst. Irgendwie will mich da irgendwer mobben, glaube ich. So im Nachhinein hättet ihr doch irgendwie noch zusätzliche Tabs aufmachen müssen. Hätte ich heute Nacht besser schlafen können. Schon irgendwie befriedigend gewesen. Er hat gerade einen Freund, der in NRW wohnt, geschrieben, ich habe heute einen Viererpack Spätzle gekauft und nehme die mit nach Schweden. Kein Witz, hat mein Mitbewohner auch neulich. So gemeint, so, ja, ob ich in der Heimat war, bla bla bla, wie es so ist und so, weil ich einfach in meinem Nudelschrank einfach nur Spätzle hatte, weil meine Oma mir Spätzle bis zum, wirklich, mein Koffer ging quasi beinahe nicht mehr zu wegen den Spätzle. Obwohl ich hier halt auch Spätzle kaufen kann. Oh, das sieht ja mal richtig schön aus hier. Ich realtime, so, du müsstest jetzt off. Kalisten besiegt. Ärgerlich. Also wenn man irgendwie off gehen muss, sollte man das immer so sagen. Also eigentlich ist bekannt, dass die Runden bis 20:30 gehen. Aber da mache ich jetzt noch 10 Minuten heute. Also wenn du noch 10 Minuten bleiben könntest, wäre gut. Wenn nicht, dann stell dein Land so ein, dass es auf 3 noch 10 Minuten laufen kann und nicht kaputt geht. Also nochmal Fokus einstellen und so weiter. In 10 Minuten passiert jetzt nicht so viel. Das ist echt übel mit den Leuten, die heute nicht dabei sind. Die Quote ist halt echt katastrophal hoch. Müssen wir auf nächstes Mal was ändern. Und füll den Ami. Was macht denn der Ami so? Können wir mal reinschauen. Der hat keinen Bock mehr auf Venezuela. Geht auf Waffen, Support Equipment. Ich glaube, das passt soweit. Wobei ich als Ami... Wobei, der Ami müsste ja übel stark sein, oder? Ich kann doch Giant Awake und so demnächst machen, bestimmt. Der ist schon relativ stark. Der hat schon die Dings schon weg, die Depression. Ja, der Riese erwacht, ja, hat er schon alles durch. Ja, krass, ja, der Ami wird auf jeden Fall mächtig werden. Aber der ist KI.
Nein. Nicht? Ah, nee, schon nicht. Ah, das sah gerade eben so aus. Okay, der wäre ja eigentlich, wären das mal zwei Spieler gewesen. Jetzt ist einer. Und der baut jetzt nichts Spezielles hier. Noch kann man nicht seine Züge zusammenbauen. Na gut, der hat halt die klassische Garnison. Kavallerie. Was baut denn überhaupt für Einheiten? Also die Garnisonseinheiten. Gut, mit was will der landen? Die Garnisonseinheiten. Ich meine, es ist Venezuela. Ja, okay. Das ist ein Punkt. Hallo. Guten Tag. Ich finde es irgendwie dumm, dass man was klicken muss als Zuschauer bei Events. Du kannst auch den Pfeil nach oben links machen oder Escape drücken. Hey, Schweden erklärt mal seinen Nachbarn den Krieg. Aber ja, kann man nicht irgendwo ausstellen, dass die aufpoppen? Dass die nur in den Events angezeigt. Ich bin eigentlich sehr froh, dass ich bis jetzt noch nicht rausgeflogen bin, obwohl man ja immer sagt, dass der Zuschauermodus so instabil ist. Der ist auch crap. Okay, genau, also der Spa. Mich wundert es eh, also wieso haben die auch noch nicht Finnland erobert? Wobei, das könnte natürlich Probleme geben. Man will die einmal nicht den Russen provozieren, das ist ja ganz böse. Übrigens, am Ende, man sollte den Russen sehr wohl provozieren. Das ist übrigens auch so ein Punkt bei so vielen Diskussionen. Die gehen ja einfach davon aus, dass die Gefahr gar nicht besteht, bei Sanktionen zum Beispiel, dass Russland uns den Gashahn oder den Ölhahn abdreht. Das ist ja quasi bei diesen ganzen Sanktionen, also so Sarah Wagenknecht-like, so die schließen ja quasi aus, dass es auch von russischer Seite auskommen könnte. Das könnte ja sein, wir machen keine Sanktionen und Russland macht die dann trotzdem. Als Beispiel. Und was machen wir dann? Da sind wir nicht drauf vorbereitet. Die USA schuld, Alter. Das muss man natürlich ist die USA dran schuld. Niemand ist sonst dran schuld. Die USA ist an allem, was auf der Welt passiert, schuld. Weil wir wissen ja, die USA wird gelenkt von Reptilien, Menschen, die Banken kontrollieren. Und die sind grundlegend böse, weil die ernähren sich vom Schlechten in den Menschen. Zumindest habe ich das neulich in der Anti-Illuminaten-Telegram-Gruppe so genießt. Dann muss es ja stimmen. Ja, natürlich stimmt es dann, weil die haben ja immer recht. Weil die denken halt nach. Weißt du, die lesen nicht diese Mainstream-Medien. Die haben ihre eigenen Informationstäubchen, die in ja. der Welt rumfliegen, die halt jetzt frische Batterien auch wieder haben nach der Corona-Pandemie. Hallo, Friendly Reisfarmer. Ich spiele als Zuschauer tatsächlich. Sieht man an diesem Observer-Ding, das hier oben blinkt. Ich spiele nicht mit, ich beobachte das Ganze mal. Er ist sehr voyeuristisch veranlagt, müsst ihr wissen. Also der Supply da unten ist ja wirklich eine Katastrophe. Da kann man übrigens Häfen bauen. Ja, oder Liebe. Sollte mal einer sagen. Das Problem ist, dass Fireman mich irgendwann mal aus der Freundesliste gekickt hat, glaube ich. Oder ich ihn, ich weiß es nicht. Und Line, glaube ich, auch. Nee. Ja, ich will jetzt niemandem Tipps geben, aber... Könnt, ja. Aber. Richtig, das ist der Punkt. Oh, Deutschland hat einen Anschluss erreicht. Oh, auch mal. Wobei, ja, da sollen wir ja immer ein bisschen mit warten, bis Österreich seinen ganzen Focus-Tree durch hat. Genau, für alle Zuschauer, nach dem Event hier werden wir auf jeden Fall noch Politik-Talk machen, da könnt ihr dann gerne da bleiben. Und so der inoffizielle Teil des Events heute. Das ist so das Würstchen essen und miteinander quatschen nach der Bühnenshow. Genau. Was man da halt so macht. Ich habe nur nichts mehr zu trinken. Also tatsächlich, ich rede hier von Wasser und Tee, vor allem Tee, weil mein Hals demnächst abschmiert. Ich habe nur Schokolade da und aus irgendwelchen Gründen, immer wenn ich Halsschmerzen habe, denke ich, es wäre eine gute Idee, Schokolade zu essen. Ist es nicht. Nein, Schokolade macht genau das Gegenteil, Heiko. Ja. Das ist richtig. Erik, erinnere mich dran, nächstes Mal eine Abfrage zu machen, wie lange die Leute spielen können. Wie weit davon beim Talk gehen. Ich habe neulich Sarah Wagenknecht Videos angeguckt darin. Das war unerträglich schlimm. Es muss auf dem Boden der Verfassung stehen. Ja. Nicht ja, ja. Ja. Das ist problematisch. Also ich will nicht gebannt werden dafür, weil es in meinem Livestream auftaucht. Schweige denn aus dem Netzwerk geworfen werden. Ich bin erstaunlich gut darin,
sehr extreme Meinungen zu widerlegen, weil ich finde es immer ein bisschen dumm, dass wenn Leute richtig radikale Dinge sagen, werden die meisten einfach nur gebannt. Und es führt dazu, dass dir nie einer erklärt, wie unglaublich doof sie eigentlich sind. Das muss einer übernehmen. Das muss einer machen, so, weil sonst werden die immer nur in ihre Bubble bestätigt. Heiko, der Retter. Ja, ich sehe mich quasi als tragischer Held in dieser Geschichte. Als Jesus der Meinungsmache? Ja. Nee, Meinungsfreiheit. Ich Meinungsmache. Okay, Clip. Nein! Oh, schon wieder. Uiui. Kommunisten. Aber ich find's gut, die Iraner sind motiviert, wenn ich hier so eine Naval Invasion, also es ist keine Naval Invasion, es sah nur so aus, nur Angriffsbefehl. Gerade bei TOS überfordert, was meinst du mit TOS? Das ist ein Waffensystem oder ist es eine Krankheit? Nein, TOS ist, heißt Terms of Service und das heißt, wenn du halt nicht den Terms of Service entsprichst, bist du nicht TOS. Ah. Was Terms of Service sind, ich gehe mal davon aus. Ja, das weiß ich. Widescreen auf Discord, auf Twitch. Das ist weird. Drück mal F5. Auf Twitch meine ich. Nö, da müssen wir eigentlich was sehen. Ah, ne, jetzt habe ich auch einen Widescreen. Bei YouTube. Ja, bei YouTube geht's. Also für alle, die jetzt auf Twitch Probleme haben, da könnt ihr einfach auf YouTube wechseln. Bevor gar nichts mehr geht. Ups, Ausrufezeichen YouTube. Keine Ahnung, was Twitch sich jetzt denkt. Tschüss an alle. Was für Themen wir besprechen, auch alles, was halt so passt. Ihr müsst nur wissen, dass es sein kann, dass ich irgendwann mal random weg bin, dann bin ich auf jeden Fall für heute weg. Weil ich habe in meinem Studentenwohnheim Datenvolumen pro Monat, also 600 GB, die reichen eigentlich auch. Ich dachte nur, der Monat wäre gestern schon vorbei und habe gestern quasi alle Spiele-Updates, die so ausstehen, gemacht. Ich habe die immer so eingestellt, dass die manuell gemacht werden. Mache ich die immer am Ende vom Monat. Und es war halt nicht Ende vom Monat. Und jetzt habe ich ein bisschen wenig Datenvolumen. Es kann also sein, es geht einfach mit dem Livestream aus. Darauf habe ich so ein bisschen Angst. Bauen die inzwischen einen Hafen? Ja, sie bauen einen. Perfekt. Wo kommt das? Haben wir mal einen Chat für alle, passt schon. Für der Jesus, der Meinungsmacher, oh Gott. Das ist natürlich jetzt tragisch. Danke, Evolution, für den Tipp. Aber ansonsten hat sich die Welt eigentlich wieder beruhigt. Die ist ja langweilig. Mehr Krieg! Es macht mal was. Was ist eigentlich mit Polen passiert? Warum haben die da so einen Schlongel? Weil die Rumänien, glaube ich, erobert haben in Teilen. War Polen da so eine Ecke? Okay. Polen wird eigentlich kleiner und nicht größer, oder wie meinst du das? In-game, ja. Ja, da retten sich die Leute immer mit. So, dann kann ich mal, genau, an Twitch kann ich ja an- und ausschalten. Wobei ich es lustig finde, wie Pakistan irgendwie 4 Linge in der Armee hat. Einmal als Commander und dreimal als General. Warte, wer? Iran? Pakistan. Pakistan. Ja gut, Pakistan ist halt jetzt der generische Teil vom generischen Teil und davon der generische Teil. Lol. Sicher, dass das nicht irgendwie Tibet oder so wäre. Oh Gott. Oder Bhutan. Aber hey, Spanien hat es bald geschafft. Bald siegt der Kommunismus. Ist ja wunderschön. Wobei die eine Mehrheit in der Regierung an Demokraten haben. Ja gut, lol. Ja, die sind auch Demokraten. Hey, die haben den Sozialisten gewählt und sind demokratisch gegangen. Demokratisch, ja. Nächste Wahl 1939. Du meinst, die haben den, jetzt Pointe verkackt, Dinge, die passieren. Ah, ich glaube, Twitch tut wieder, oder auch nicht. Perfekt, ich glaube, Twitch mag mich einfach nicht mehr. Ah, du meinst, die haben den, Melechon, oder wie auch immer der ausgesprochen wurde, gewählt? Der Sozi in der Frankreich-Wahl. So, der. Drittmeisten Stimmen. Der Dude. Ich finde es auch immer so dubios,
wenn irgendwelche Pro-Europäer dann irgendwie wollen, dass irgendwie sowas wie der Typ gewählt werden. So irgendwelche Anti-Europäer eigentlich, so mehr oder weniger. Darüber können wir gleich noch diskutieren. Aber gut, der Part ist an der Stelle auf jeden Fall zu Ende. Während wir diskutieren es gleich noch weiter. Das war jetzt in dem letzten Part ein bisschen chaotisch, dafür war der Part davor eigentlich ganz gut. Nächstes Mal gibt es dann Spielerkriege. Ich kann es tatsächlich abspeichern. Nächstes Mal gibt es dann, ich habe noch nie gesehen, wie es ist, wenn man nicht Host ist und eine Lobby schließt. Nächstes Mal gibt es dann Spielerkriege, da bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf, weil sich halt manche Länder jetzt sehr, sehr positiv entwickelt haben, zum Beispiel die USA, und andere Länder sehr große Probleme hatten. Ich bin mal gespannt, wie sich Portugal entwickelt, ob die hier irgendwie noch Brasilien schlucken und wie es hier beim Iran weitergeht, wobei die werden wir wahrscheinlich retten. Und ja, da war es soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.